Danke, Heinz Abel. Ja, wir versuchen weiter zu ergründen, wie die Parteispitze dieses Ergebnis bewertet von 66,35% für die neue, erstmals weibliche Parteivorsitzende der SPD. Und ich kann das jetzt fragen, Thorsten Schäfer-Gümbel, stellvertretender Parteivorsitzender und Landesvorsitzender in Hessen mit einer Landtagswahl hier im Herbst. Ja, was ist Ihre Reaktion auf dieses Ergebnis? Das ist eine klare Entscheidung und jetzt fangen wir damit an zu arbeiten. Aber Sie wollen mir nicht weismachen, dass das ein richtig gutes Ergebnis ist. Ja, es ist ein überraschendes Ergebnis für mich, ehrlich gesagt, gewesen. Angesichts der Vorstellungsreden und natürlich auch der Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir ein klares Ergebnis haben. Und beide haben sehr deutlich gesagt, dass das, was ich am Anfang schon eingefordert habe, dass am Ende es gemeinsam weitergehen muss, weil wir nur gemeinsam stark sind, dass das auch alle so sehen. Wenn Sie sagen überraschendes Ergebnis, dann meinen Sie damit übersetzt natürlich, dass Sie tatsächlich doch ein deutlich besseres Ergebnis auch für Andrea Nahles erwartet hätten, oder? Ja, ich dachte eigentlich nach der Vorstellungsrunde, dass das noch klarer wird, als es gewesen ist am Ende. Aber das ist am Ende Kaffeesatzleserei. Wir haben ein klares Ergebnis. Wir haben erstmals eine Vorsitzende gewählt. Wir haben Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Und dass sie auch polarisiert, das wissen wir ja nicht erst seit heute. Was erwarten Sie von Frau Nahles als Chefin in der Partei? Na, genau das, was ich erwartet habe, warum ich sie ja auch selber mit vorgeschlagen habe und unterstützt habe. Erstens, programmatische Klarheit, die wir dringend brauchen. Ich finde, dass sie dazu viele wichtige Punkte angesprochen hat. Zweitens, dass sie das weitermacht, was sie in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat, dass sie nämlich nicht auf die tagespolitische Schlagzeile achtet, sondern auf die lange Linie. Und drittens, dass das an Zuverlässigkeit, was ich von ihr immer gewohnt war, auch in Zukunft so bleibt, da bin ich sehr zuversichtlich. Was könnte denn eine dieser langen Linien sein, die Sie da gerade ansprechen? Ich finde, dass Sie das hervorragend in Ihrer Rede auch noch mal rausgearbeitet. Die Rolle, die Solidarität in unserer Gesellschaft spielt, die Zukunft der Arbeit spielt und die uns natürlich unter den Bedingungen von Globalisierung und Digitalisierung ganz besonders fordert. Und am Ende mündet in den Satz, was sagen wir jemanden, der 20, 25 Jahre in einem Beruf gearbeitet hat? In einem Beruf, den es möglicherweise in 5 Jahren durch die Digitalisierung nicht mehr gibt und wie er sicher in eine berufliche Zukunft übertreten kann, insbesondere durch berufliche Fort- und Weiterbildung und immer ausgehend davon, dass die Arbeitsgesellschaft die zentrale Rolle für uns als Sozialdemokraten spielt, weil Arbeit eben mehr ist als Einkommenssicherung. Es ist Teil von Identität, von Emanzipation, von Teilhabe. Deswegen fragen Sie und ich, ja, wenn wir abends Leute treffen auf einer Party, auch nicht nach der Steuerklasse, sondern danach, was man wechselseitig tut. Andrea Nahles hat in ihrer Vorstellungsrede gesagt, lass uns nicht auf Agenda 2010 zurückgucken, sondern lass uns gucken auf das Jahr 2020. Und Simone Lange hat in ihrer Vorstellungsrede hingegen gesagt, alles schön und gut, irgendwie, dass wir natürlich nach vorne gucken müssen. Aber Fakt ist, dass viele Leute jetzt unter bestimmten Bedingungen natürlich leben, beispielsweise mit Hartz IV und mit erschwerten Bedingungen insgesamt. Was denken Sie, wie muss die SPD diese Diskussion zu diesem Thema jetzt führen? Also ich glaube, dass der wesentliche Unterschied in den beiden Ansätzen ist, dass Simone Lange ja gesagt hat, dass wir zurück wollen, auch in die Rückabwicklung der Arbeitsmarktreform, was bedeuten würde Rückkehr zur Trennung von Arbeitslosen und Sozialhilfe. Was die Rückkehr dazu heißt, dass Langzeitarbeitslose keinen Zugang zur Arbeitsmarktpolitik haben. Was heißen würde, dass zukünftig ihre Kinder und Enkel im Sozialhilfefall von ihnen in Regress genommen werden. Und das wollen wir nicht. Deswegen hat Andrea Nahles gesagt, lasst uns nicht nach hinten gucken, sondern lasst uns gucken, wie wir aus den Fehlern der Arbeitsmarktreform im Rahmen der Agenda 2010 eine Antwort geben für morgen und übermorgen, um das zu verändern. Und das, glaube ich, ist eine wirklich zentrale Weichenstellung, welchen Blick wir einnehmen. Wir wollen nicht einfach eine Rückabwicklung, sondern wir wollen mit den Schwächen des Systems umgehen und sie nach morgen und übermorgen auflösen. Und einen Punkt habe ich eben angesprochen, wenn es um die berufliche Fort- und Weiterbildung geht. Wie wollen Sie das schaffen in dieser großen Koalition, wo ja durchaus unterschiedliche Interessen da sind bei der Union, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei vielen anderen, wo wir jetzt schon sehen, Themen, die der SPD wichtig sind, aber offenbar offenkundig und offensichtlich auch versucht wird seitens der Union, die doch zumindest irgendwie kleiner zu machen, als sie im Koalitionsvertrag gestanden haben. Nehmen wir das Beispiel Familiennachzug für nachrangig schutzbedürftige Flüchtlinge. Und bei der Europapolitik sieht es ja auch nicht viel anders aus. Also wie wollen Sie vor diesem Hintergrund die eigene Profilierung vorantreiben, während Sie gleichzeitig irgendwie saubere und erfolgreiche Regierungsarbeit mit der Union leisten wollen?
Das ist relativ einfach. Die SPD hat in 155 Jahren nie sich nur auf Regierungsarbeit konzentriert, wenn sie regiert hat, sondern immer versucht, auch gleichzeitig Erneuerung zu machen. Da waren wir nicht besonders stark in letzter Zeit. Deswegen ist diese Debatte ja auch so scharf, wie wir sie im Moment führen. Das Zweite ist, dass wir darauf bestehen werden, und das hat Andrea Nahles sehr deutlich gesagt, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Das gilt für die Frage des bezahlbaren Wohnraums für alle. Das gilt für die Frage des sozialen Arbeitsmarktes, gilt auch unausdrücklich für die Europapolitik. Aber unser Denken hört nicht bei den 155 Seiten des Koalitionsvertrages auf oder 177 Seiten, irgendwas um die Kante sind es, sondern wir gehen darüber hinaus. Und das ist die Aufgabe, die die Partei jetzt leisten muss. Was ist Ihr Anteil dabei? Ja, ich glaube, dass ich in den letzten Tagen ziemlich deutlich gezeigt habe, auch mit dem Buch, das ich veröffentlicht habe, zur sozial-digitalen Revolution, dass man sich mit diesen Veränderungen bei Arbeit, bei Bildung, bei Wirtschaft, bei Steuern und Verteilung beschäftigen muss. Dass beispielsweise mit einem modernen Sozialstaat, der darauf orientiert, die Angst aus den Veränderungsprozessen zu nehmen, die Angst vor Veränderungen nimmt, und zwar persönlich wie auch gesellschaftlich, dass ich mich da schon als einer von denen sehe, die antreiben, diese Erneuerung voranzutreiben. Übrigens auch, weil nur wenn diese Erneuerung jetzt einigermaßen gelingt, dass am Ende auch Rückenwind für die Landtagswahl in Hessen gibt, die am 28. Oktober ansteht und die ich gewinnen möchte. Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Damit wollte ich dieses Gespräch nämlich auch beenden. Sie haben jetzt beschrieben, was Sie in der Partei alles an Arbeit ansteht. Sie haben einen Wahlkampf jetzt auch noch. Wie anstrengend ist das im Moment, Sozialdemokrat zu sein? Sozialdemokrat zu sein ist immer anstrengend, weil es ja darauf versetzt, dass man die Lebens- und Arbeitsverhältnisse verbessert. Und das bedeutet immer Reibung, das bedeutet immer Auseinandersetzung, das bedeutet immer Aktion. Und natürlich ist man doppelt als Landesvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender gefordert, wenn man auf der einen Seite den Wahlkampf im Land zu führen hat, auf der anderen Seite die Erneuerungsdebatte auf der Bundesebene mit forciert. Aber bisher halte ich das konditionell, wie Sie sehen, ausdrücklich gut aus. Thorsten Schäfer-Gümbel, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier gewesen sind bei uns bei Phoenix. Und wir sagen Ihnen, wie es weitergeht vorne auf der Bühne. Und das macht Heinz Abel für Sie.